Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Destiny 2. Ja, wir spielen weiter. Wir müssen zurück zur Farm, denn hier wartet die nächste Mission auf uns. Dann starten wir mal durch. Weg von Io, zurück zur Erde. Schaut da echt gut aus. Was du also sagen willst, ist, wie wir es machen, ist es verkehrt. Im Gegenteil. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, haben wir vielleicht eine Chance. Fakt ist, zerstören wir die Waffe, lösen wir eine Kettenreaktion aus und statt unserer Sonne gäbe es eine Supernova. Naja, zumindest sind wir zusammen. Genau. Wir wissen, was zählt. Die Freiheit des Reisenden. Ich glaube, wir drei und ein großer Haufen Sprengstoff wäre eine Option. Wisst ihr, ich habe immer noch den Vex-Teleporter. Die Reichweite ist gering, wir müssen also ziemlich nah ran. Dann müssen wir es eben innerhalb der Stadtmauern versuchen. Aber ohne das Licht wird ein Angriff auf die Mauer sicher scheitern. Wir könnten... Es gäbe kein Zurück mehr. Das ist es wert. Wie kommen wir rein? Wisst ihr... Die Stadtmauern sind fast wie dieser Stall. Man kann ungesehen hindurchschlüpfen, wenn man weiß, wo. Du bist sicher keine Jägerin von mir? Capes finde ich albern. Ach so. Schicker Poncho. Ihr müsst euer Team ohne Aufsehen in die Stadt bringen. Meine Leute und ich können euch helfen. Am liebsten schießen wir sowieso auf böse Jungs. Hawthorne, es reicht schon, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Aber du musst das nicht tun. Du bist kein Hüter? Glaubt ihr, dass nur ihr Opfer bringen dürft? Ihr vergesst, dass wir die ganze Zeit auch ohne Licht überlebt haben. Es gab eine Zeit, da war dieser große weiße Ball am Himmel für uns alle da. Wird Zeit, dass wir den Gefallen erwidern. Ob Hüter oder nicht. Tolle Rede und so, aber was ist denn mit der Supernova und der Auslöschung der Menschheit und so? Wenn wir die Allmacht nicht zerstören können, schalten wir ihre Waffe aus. Dafür brauchen wir einen bestimmten Hüter. Wir brauchen eine gute Tarnung, wenn wir durch eine Kabal-Armada fliegen wollen. Wenn ihr ein Kabalschiff braucht, gibt es in der Nähe eine Basis. Aber sich reinzuschleichen wird nicht einfach. Oh, wir schleichen nicht mehr. Wenn ich eines von Kate gelernt habe, dann die Wirkung eines großen Auftritts. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Ein Drücker? Nein? Nicht kuscheln. Oh mein Gott. Ich stehe nicht so auf Cake. Schicker Poncho. Oh mein Gott, ich liebe diesen Süfen. Oh, vor allem dieser Blick von ihm, so einfach von oben bis unten so. Schicker Poncho. Ein Hüter mit Licht, der, wer kann das wohl sein? Was? Destiny 2 Server werden kontaktiert, wir sind kein Verarschen. Hello Destiny, what's wrong? Destiny? Hallo. Hallo auch. Cool. Wir haben nur kein Bild. Es ist kaputt. Jetzt haben wir Bild. Ja, Herrje, wir waren gerade kaputt. In der Tat. Bevor wir da oben anfangen. Hast du irgendwas für uns? Willkommen zurück. Nein, hat sie nicht. Auf Wiedersehen. Thank you.
Bis nach oben. Hallo, Peter. Ja, Peter. Mein Familienname steht nicht auf dem Spiel. Erinnerst du dich noch an die Kabalbasis in der Nähe? Ein Kumpel von Gaul ist da der Boss. Tumus. Wir wissen, dass er Zugang zur Allmacht hat. Du stürmst die Basis, klaust Tumus Schiff, schleichst dich damit an Bord der Allmacht und legst sie lahm, bevor unsere Sonne zerstört wird. Ach so, Tumus kannst du dann auch gleich erledigen. Gib das Signal und wir stürmen die Stadt und erobern sie zurück. Muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du von einem interplanetarischen Ausflug zurückkommst. Erst recht nicht mit der Vorhut. Ich sag dir, die Rotlegion hat keine Chance. Hawthorne, wir haben es dir versprochen, dass wir zurückkommen. Wieso hätten wir nicht zurückkommen sollen? Wir brechen keine Versprechen. Ab heute autorisiere ich Strike-Einsätze neu. Strikes dienen als Rückgrat unserer Verteidigung gegen unsere Feinde. Jetzt und in Zukunft. Wir suchen Prioritätsziele, sammeln Informationen zum Feind und vereiteln Machenschaften gegen die Menschheit. Ich weiß, du wirst sowohl den Hütern als auch den Zivilisten zeigen, was Mut wirklich bedeutet. Doch das ist keine Solo-Mission. Du brauchst einen verlässlichen Einsatztrupp. Wie sagt Kate immer, nur im Team, da wird der Traum wahr. Geh da raus und mach uns stolz. Ja. Wir spielen hier aber leider nur Story, Freunde. Tut mir leid. Vielleicht das mal so als Special, aber ansonsten. Wir waren so leichtsinnig. Sahen unsere Okay. Da sind wir rausgeflogen. Keine Ahnung warum. Zurück zur Farm, bitte. Irgendwie gibt es Serverprobleme gerade, kann das sein? Es lädt. So, nochmal nach oben. Vielleicht klappt es diesmal. Es könnte sein, dass die nächsten Folgen übrigens länger werden, weil vielleicht schaffen wir es sogar noch zeitlich. Das Licht zu verlieren war niederschmetternd. Wir waren so leichtsinnig, sahen unsere Macht als selbstverständlich an. Nie wieder. Wo du auch hingehst, suche wahre Herausforderungen. Wachse über dich selbst hinaus. Sei niemals zufrieden. Sollte sich etwas zwischen dich und das Licht stellen, zerstöre es. Jeder Sieg schärft Geist und Körper. Und zeige unseren Feinden die Wut eines Hüters. Alles klar, mach ich. Mit dir haben wir schon geredet. Hallo, Hüter. Genau. Sag mir, dass es Neuigkeiten gibt. Hey, Brudi. Denkst du manchmal, dass dein Gehirn durch Zögern versucht, dich von einem schrecklichen Fehler abzuhalten? Ja, ich auch. Ich habe mich gemeldet, das Patrouillennetzwerk anzuschließen. Bin noch nicht dazu gekommen. Weil, was, wenn ich's vermassle? Ist so wichtig. Mit dem Netzwerk führen wir überall Operationen durch. Für Nachschub, Aufklärung etc. Ich denke mir also, was soll ich tun? Und tada, da bist du. So kompetent, so fleißig, so gewillt nach den Regeln zu spielen. Was ich damit sagen will, rette mich vor mir selbst. Es wird sich für dich lohnen. Schon okay, du kleiner Quatschkopf. So. Siegel brauchen mich, Hüter. Bist du bereit?
Die nächste Mission, würde ich sagen, müsste hier sein. Da reisen wir jetzt auch hin. An die Arbeit. So, nur dass ihr Bescheid wisst, jetzt gibt es einen kurzen Cut und dann geht es hier gleich wieder weiter. So, willkommen hier zur neuen Mission von Destiny 2. Der Weg vor dir ist gefährlich. Ich schicke dir Holiday mit etwas ganz Speziellem. Wow, 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 wow. Wie speziell genau? Bleib einfach in Bewegung, stürme die Einrichtung und geh an Bord des Kabalträgers. Egal wie, wir müssen es zur Allmacht schaffen. Genau, wir sind schon in der Mission drin. Mir ist nicht aufgefallen, dass wir 2 Level zu niedrig waren für diese Mission. Die habe ich jetzt in 3 Stunden kurz erspielt. Die 2 Level ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe, aber ich habe noch kurze Pause dazwischen machen müssen. Ja, jetzt sind wir zurück hier. Und wir müssen uns Zugang zur Allmacht verschaffen. Zavala, ich muss dich mal was fragen. Als du diesem Hüter hier gesagt hast, dass du, und ich zitiere, Kate brauchst... Hast du da vielleicht unter Umständen geweint? Holiday, was ist dein Status? Fürs Protokoll, er bestreitet es nicht. Ich brauche noch ein bisschen, Commander. Das alte Mädchen ist schwer. Fehlen hier 2 Gasköpfe. 2 kleine. Oh! Ja, da sollte man vielleicht drauf achten. Tanz mal! Da vorne ist ein Schild von einem Panzer. Das Zeichen eines Panzers. Wir bekommen einen Panzer? Die kriegen einen Panzer? Wieso bekomme ich nie einen Panzer? Du würdest ihn nur kaputt machen. Geil. Lebensanzeige. Alle tot, alle tot. Das erste Mal den gegnerischen Panzer ausschalten, haben wir gerade getan. Dann haben wir den Zentrum in die Luft weg. Und dann ist der Legionär hier. Schönen Panzern haben willst. An Nachschub mangelt es nicht. Oh, ich bekomme also nichts und die bekommen so viele, wie sie wollen. Das merke ich. Du bist und bleibst ein Affbur.
Hallo, Ibims. Der Tod. Wir können hier abschließen mit kleinen Raketen, alles klar. Wir nehmen alle mit. Protokoll. Oh. Ach, die hätte ich den Schaden können mitnehmen. Ja, können wir jetzt vorgehen. Dann können wir erst mal uns um den hier. Kleiner Sturkopf. Panzerfahren ist ganz lustig. Panzerfahren macht Spaß. Dan 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 dan. Stimmt, hätte die L1-Funktion mit Ziel anvisieren. Aussteigen. Ich glaube nicht, dass wir uns durch diese Tür schießen können. Die Steuereinheit sollte in der Nähe sein. Und du kannst auch mal tanzen lernen. Wir sollten die Steuereinheit des Panzertors finden. Sie muss hier irgendwo sein. Geht da. Meistens sind die Steuereinheiten irgendwo beim Centurio in der Nähe. Thank you.
Natürlich hat die Rotlegion auch Panzer. Die fallen mir gerade zum ersten Mal auf. Sie haben die Brücke eingezogen. So kommen wir da nicht rüber. Oh, dein Superpanzer kann nicht fliegen? Oh. Kate, du bist doch nur neidisch. Ich habe mich gerade noch mal kurz nachgeladen. So sollten wir es rüber schaffen. Ihr wolltet mir also keinen Panzer geben. Warum habt ihr dann unseren Lieblingshüter nach mir suchen lassen? Deine risikoreichen und einsatzfreudigen Kampfmanöver können sehr effektiv und inspirierend sein. Ja, aber mit einem Panzer sind die 100-mal inspirierender. Brücke ist frei ran. Wollte ich nur mal so kurz anmerken lassen, liebe Amanda, bitte liefer mal doch kurz einen. Sogenannte Endlevel.
Oh, Ende sein hier. Ich würde sagen, kann ja nicht sein. Genau das lockt sie wieder raus. Fast kein Leben mehr. Kurz Pause machen, hier mal schauen. Hier haben wir 156 Helm. Fahren. Ich bräuchte mal wieder einen neuen Panzer. Wir sind fast aus den Tunneln raus und sollten bald den Träger erreichen. Gut. Alles, was zwischen dir und der Allmacht steht, ist Tumos der Ungebrochene. Er gehört der Blutwache an. Einer von Golds Auserwählten. Die Rotlegion würde für ihn sterben. Wieso hilfst du ihnen nicht dabei? Gibt's neuen Panzer? Sie schirmen den Träger ab. Siehst du die Generatoren? Wir müssen sie zerstören, wenn wir an Bord des Trägers kommen wollen. Warum stirbt er nicht? Jetzt ist er tot. Ein Generator weniger. Kann man nicht durchfahren? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ohne uns ab. Der Träger darf nicht abheben. Ein paar Raketen in den Auspuff sollten das Problem lösen.
wollte gerade sagen, wir brauchen einen neuen Panzer. Thomas finden. Gute Arbeit, Hüter. Und Kate, wenn das hier vorbei ist, rede ich mit Holiday über einen Panzer für dich. Oh, ich hab dich auch vermisst, Kumpel. Oh, geil. Boom, bam. Viele Explosionen, Panzerfahren. Geilon. Geile Mission. Muss jetzt sagen, beim zweiten Mal spielen macht sie wesentlich mehr Spaß als beim ersten Mal spielen. Da können wir gleich rüber. Gibt es nicht so viel Neues für uns? Nö, gibt kaum was Neues. Na gut, ich verabschiede mich mal und in der nächsten Mission ja, sind wir mal dann da drüben auf dem Weg zur Allmacht. Ich würde sagen, bis denne. Ciao mit V. Hallihallo und willkommen zurück zur Let's Play Destiny. Wir nähern uns dem Ende der Hauptstory. Mission starten, auf geht's. Alles klar, wir sind im Träger. Gut, euer Ziel ist Thumos, der Ungebrochene. Er ist einer von Goals Auserwählten. Die Codes für sein Schiff sind das Ticket zur Allmacht. Hawthorne hat eine unschöne Begegnung mit ihm, als wir unterwegs waren. Sie werden nicht umsonst die Blutwache genannt. Ich würde dir raten, vorsichtig zu sein, aber das hat meinem letzten Team auch nicht geholfen. Finde das Kommandodeck, dann findest du auch Thumos, den Ungebrochenen. Du wirst ihn zum Gebrochenen machen. Okay, Nummer 1. Die Scharfschützen weg. Nummer 2. Lass sie tanzen. Mal reinhalten da, anders geht's nicht. Ich bin noch nicht schon den ganzen mit. Schaut euch das an. Nicht vergessen, wir sind 5 Lichtlevel unter dem Missionsstandard. Und bis dafür schlagen wir uns gar nicht so schlecht.
Nutzt doch eure Panzer, ihr Affen. Die Ego-Shooter lieben, wenn die Zangen hör doch auf zu springen. Es geht nicht anders hier. So, mit meinem Level musst du springen. Sonst nimmst du Hits wie den hier und gehst dann unnötig drauf. Puh, Alter. Nicht immun seid, Freunde. Der tut weh. Der Treffer tut sehr weh. Solange er mich nicht sieht, kann er mir auch nichts tun. Regel Nummer 1, einfach reinhalten. Geht doch. Die Brücke sollte über uns sein. Finden wir eine Konsole und holen uns die Baupläne. Na, wir haben ein bisschen stärker. Okay, ich habe die Karte. Lass uns Tumos finden. Sei vorsichtig da draußen. Das Team, das ich an Tumos verloren habe, war gut. Einige meiner besten Leute. Unser Hüter kriegt das hin, Hawthorne. Das ist unser Job. Das war euer Job. Soweit ich weiß, ist euer Licht aus. Jetzt sind wir gar nicht mehr so verschieden. Ich habe aber Licht, Hawthorne. Mit Scout-Waffen. Die Tür ist verriegelt. Schau dich um. Es gibt immer einen anderen Eingang. Ich wünschte, ich könnte auch da draußen sein und ein paar Kugeln abfeuern. Für mein Team. Deine Zeit wird kommen, Hawthorne. Das will ich doch schwer hoffen. Kopfschüsse verteilen. Mal kurz ordentlichen Schaden genommen.
Vorteil der Höhe. Manchmal muss man ihn sich einfach zunutze machen. Auch bei den Phalanx. Level 16. Die ist geil, Alter. Also ich bin selten Fan von Handfeuerwaffen, aber die ist in der Tat geil. Nicht weiter. Die ist in der Tat geil. Tumos weiß sicherlich, dass ihr ihm auf den Fersen seid. Ihr könnt euch auf ein Empfangskomitee freuen. Holiday, kannst du Unterstützung leisten? Ich komme wieder zurück. Ich muss hier erst ein paar rote Untiere abschütteln. Headshot geben. Der ist auch weg. Irgendwas, was ich vergessen habe? Ja, Munition. Ich brauche unbedingt Munition. Okay, geht nicht mehr. Alles ist voll. Hangartür öffnen. Hat jemand um Unterstützung gebeten? Lauf dir nach, Werner. Thank you.
abschließen, wenn ihr keinen Besuch von mir wollt. Ich sterb gleich. Oh man, das da draußen ist schon mal gut. Leck mich, die vernichtet ganz schön. Anlegen. Alles klar, Hüter. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt kümmere du dich um Tumos für uns. Warte mal, ich wollte gerade sagen, Details. Ich habe eine Handfeuerwaffe für Infusion zerlegen. Und somit haben wir 178. Das heißt, wir haben Lichtlevel von 161. Wie gesagt, manchmal geht es auch über die Missionen, dass man sein Lichtlevel nach oben hämmern kann, so wie es wir jetzt gerade gemacht haben. Halt die Schmerze. Zwei Kopfschüsse und das war's. Schild ist weg. Ich laufe nicht weg, stell dich deinem Tod. So, Ende aus, vorbei. Rocket! Boah. Ich wollte. Alter! Seit wann kann der so hoch springen? Das ist halt ein Witz. Ich hatte einen Dreifachsprung gemacht, der springt genauso hoch wie ich. Dann jetzt fehlen uns die Raketen, geil. Ist halt uncool. Yeah.
halblang. Sagen. Wie viel hält der denn auf, bitte? Thomas ist tot. Wir haben die Codes und Thomas ist erledigt. Abgehakt und abgehakt. Exzellente Arbeit. Jetzt auf zur Basis. Finde sein Schiff und begib dich zur Allmacht. Wir zählen auf dich. Das war saubere Arbeit, Hüter. Ich werde die gute Neuigkeit verbreiten. Thumos ist endgültig erledigt. So, das war aber nur der erste Part der Folge. Denn es werden beide Folgen kommen, also es wird jetzt nicht die Reise, also die Allmacht wird auch noch in dieser Folge kommen. Muss noch schauen, ob wir uns dazwischen nochmal leveln müssen oder nicht. Kann nämlich passieren, wenn es blöd läuft. Nein, passiert nicht. Deswegen machen wir uns gleich auf zur Allmacht. Genau, das wird aber dann Komma 2 der Folge. Machen kurz einen Schnitt und dann kämpfe ich mich kurz hier durch und dann sehen wir uns gleich auf der Allmacht wieder. Bis dann, bis gleich, ciao.